Lieber Thomas, die nächste Ausrede im Klimaschutz, in China ist es ja viel schlimmer. Ja, da sehen wir halt, dass in China Kohlekraftwerke gebaut werden und das ist schlimm. Aber dann gibt es auch Dinge, die bei uns problematisch sind. Zum Beispiel der steigende Bodenverbrauch oder dass wir 1,2 Autos pro Haushalt haben. Das ist auch schlimm, aber das nehmen wir nicht so wahr. Das sagt man in der Psychologie dazu, Umweltweitsichtigkeit. Woanders sind die Probleme schlimmer, da können wir aber nichts machen. Bei uns ist es nicht so schlimm, da brauchen wir nichts machen. Ja, aber in China haben wir wirklich steigende CO2-Emissionen. Ja, das stimmt und das ist ein Problem. Wenn man es jetzt aber runterrechnet auf pro Kopf, dann werden wir sehen, dass die Emissionen in China jetzt ungefähr vergleichbar sind mit Deutschland und Österreich. Hat aber auch damit zu tun, dass in China viel mehr produziert wird. Wenn man nur Lebensstile anschaut, dann sind wir hier in Europa leider klimaschädlicher als die Menschen in China.